Und in Berlin begrüße ich jetzt meinen Kollegen Gerd-Joachim von Fallois. Herr von Fallois, eine entscheidende Frage ist doch, wir haben alle gedacht, heute redet man noch über die Wahl von Ursula von der Leyen, aber inzwischen ist eine andere Personalie in den Mittelpunkt gerückt, nämlich dass die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ins Kabinett aufrückt und dort Verteidigungsministerin werden soll. Das ist doch eine Riesenüberraschung, oder? Ja, zumindest war es gestern Abend eine Riesenüberraschung, zumal die ersten Medien ja bereits fix gemeldet hatten, dass Jens Spahn diesen Posten bekleiden sollte. Das war, wie sich herausstellte, zu früh gemeldet, schlecht recherchiert, was auch immer. Jedenfalls hat Annegret Kramp-Karrenbauer gestern Abend in einer Rundschalte mit ihrem Präsidium alle überrascht, als sie sagte, sie selber wird auf die Harthöhe gehen als Verteidigungsministerin. Das Ganze ist mit der Bundeskanzlerin abgesprochen worden. Und insofern ist die Bundeskanzlerin eigentlich die Frau des Tages, nicht nur, weil sie heute Geburtstag hat, sondern weil sie gleich im Schloss Bellevue mit den beiden Personalien von der Leyen, die ihre Entlassungsurkunde kriegt, und Annegret Kramp-Karrenbauer, die ihre Ernennungsurkunde kriegt, zwei Frauen aus ihren engsten Reihen in wichtige Spitzenämter positioniert hat. Also die Bundeskanzlerin hat wieder mal hinter den Kulissen die Strippen gezogen und herausgekommen ist eben dieses Personaltableau. Aber Kramp-Karrenbauer hat doch noch vor zwei Wochen in der Bild-Zeitung erklärt, sie wolle gar nicht unbedingt ins Kabinett. Das ist richtig und das hat ja auch alle hier so irritiert. Ich habe schon die letzten zwei Tage immer wieder gesagt, dass man eine Frau fürs Verteidigungsministerium sucht, weil Annegret Kramp-Karrenbauer und die Bundeskanzlerin beide betont haben, dass die Zahl der Frauen im Kabinett nicht reduziert werden sollen. Und dann habe ich immer wieder gesagt, dass Annegret Kramp-Karrenbauer selber nicht zur Verfügung steht, weil sie das eben gesagt hat. Und deswegen kam man ja dann auf die Rochade, dass es der Gesundheitsminister sein könnte und dann die Integrationsministerin Wittmann-Mauer, die eine gelernte Gesundheitsexpertin ist, auf das Amt von Jens Spahn hätte wechseln können. Aber das war eben nicht fix. Und nun sind wir eines Besseren belehrt worden. Und Annegret Kramp-Karrenbauer wird also jetzt Ursula von der Leyen folgen bei der Truppe. Da wäre meine Frage doch, kann sie das überhaupt? Weil verteidigungspolitisch hat man sie ja jetzt nicht allzu sehr wahrgenommen in den letzten Jahren. Das ist immer wieder die Frage, wenn neue Minister berufen werden. Und da kann ich nur aus reichlicher Erfahrung sagen, wir haben wirklich in Deutschland einen viel besseren Beamtenapparat, als viele Menschen so glauben, in den Ministerien. Und die Kunst eines Ministers ist es ja, sich von diesen Ministerialbeamten führen zu lassen und sich in die Materie hineinzuknien. Das Verteidigungsministerium hat für Annegret Kramp-Karrenbauer gleich mehrere Vorteile. Einer ist unter anderem, dass sie etwas mehr außenpolitische Erfahrung sammeln kann. Denn eins wissen wir ja alle hier im politischen Berlin. Sie läuft sich warm für die Kanzlerschaft, das ist ja kein Geheimnis. Und im Grunde genommen war die Entscheidung von gestern auch deshalb nicht eigentlich so eine große Überraschung, weil viele in ihrem Umfeld, viele Kommentatoren haben immer wieder gefordert, sie muss ja eigentlich an den Kabinettstisch, an den Tisch der Macht. Und sie hat eben überraschenderweise immer gesagt, das will sie nicht. Aber jetzt ist sie diesen Schritt gegangen und der ist dann auch folgerichtig.